Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Studio. Ich habe ein bisschen umgebaut, ich habe mich in einen anderen Raum verlagert, ich habe mal die Tapete anders gemacht und jetzt seht ihr hier direkt in diesem schönen Video mein neues Studio. Aber was zeige ich euch heute? Heute zeige ich euch kein Lego-Set, ich habe ein bisschen umgebaut und so. Gewöhnt euch dran, es sitzt sich noch ein bisschen umstrukturiert, kommt noch ein Regal dazu, die Sets tauschen sich aus. Alles halb so wild, wird ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher, aber heute geht es um Merchandise. Zum einen möchte ich hinweisen, das ist so ein kleines, ihr könnt es wie ein Verkaufsvideo ansehen, aber ich möchte nur darauf hinweisen, was ich habe. Es gibt nämlich noch Tassenfreunde. Ich habe immer noch Tassen. Bedeutet, wenn einer von euch eine schicke Tasse braucht, in dem der Morgenkaffee ein bisschen besser schmeckt als aus gewöhnlichen Tassen und man sich einfach wie ein kleiner Profi nicht fühlen möchte, Tassen sind noch ab Lager. Des Weiteren habe ich noch die Schlüsselanhänger, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Die sind auch noch lieferbar. Eben bedruckte Liftarme und noch ein kleiner blauer Pin mit dran, ne? Weil da gibt es ja so einen Podcast, der blaue Pin. Wunderbare Schlüsselanhänger verwende ich selber, sind super robust und auch der Druck geht nicht weg. Wenn man meinen würde, es ist in der Tasche und so und da gehen Schlüssel drüber, es hält wirklich lang. Ich habe seit über anderthalb Jahren ein und denselben. So, aber es gibt auch neue Dinge. Es gibt richtig coole neue Dinge. Zum einen gibt es ein 1x8-Brick mit dem Profinerd-Logo drauf und dem Schriftzug. Ein hervorragender 1x8-Brick für 4 Euro. Könnt ihr euch in eure Sammlung reinhauen, gibt es im Shop. Apropos Shop, wo gibt es den richtig? Unter www.profinerd.de gibt es oben einen Link Merchandise, könnt ihr draufklicken, da ist es, oder in der Seitenleiste Merchandise werdet ihr finden, oder www.liefernerd.de kommt da auch direkt drauf. Ist gar nicht so schwer. Wunderbare 1x8-Stein. Dann werfe ich ihn schon weg und werft ihr euch die Idee fast damit kaputt. Gibt es wieder Sigfix. Und zwar die Classic Sigfig ist zurück. Und zwar die Classic Sigfig ist die mit dem weißen Torso, den Dark Tan Haaren und der blauen Jeanshose. Der Torso ist bedruckt mit dem Profinerd Logo und die Jeanshose ist auch bedruckt mit Taschen. Alles original Lego Teile. Alles original Lego Teile. Ja, sind alle, es ist kein Drittmanufacturer oder so. Überall auf den Dingern, wo man Lego sehen kann, steht auch Lego drauf. Wunderbare Classic Figur ist wieder da, kostet einen Zehner. So. Solange der Vorrat reicht, gilt für alle Artikel. Was weg ist, ist weg. Na, Vorsicht. Des Weiteren gibt es zwei neue Signature Fix. Und zwar ist es eine Special Edition, die ich anfertigen habe lassen. Das ist jetzt, Obacht, derselbe Torso, aber unterschiedliche Beine. Fangen wir mit der ersten an. Das ist ein schwarzer Torso. Der ist vorne und hinten bedruckt, komme ich gleich dazu. Mit einem schön lächelnden Gesicht, dunklen Haaren und der Jeanshose von der Classic Sigfig. Auch diese Sand-Blue-Hose mit den Jeans-Taschen drauf und auf der Rückseite ein Druck. Vorne dran eben dieses T-Shirt mit dem Profinerd-Logo und auf dem Revers Profinerd. Und hinten dran eben noch die Hoodie-Kappe. Selber, wie gesagt, komplett gleich, bis auf die Hose, ist eine Dark-Blue-Hose. Also es ist wie eine Dark-Blue-Jeans praktisch, aber ohne Druck. Die beiden kosten dasselbe, kosten jeweils ein 12er, weil die Minifigur ist deutlich aufwendiger, weil die hinten noch bedruckt ist. Wir haben vorne und hinten einen Print drauf, auch nur solange der Vorrat verfügbar ist. Danach ist Schluss, Freunde. Und jetzt kommt das Coolste, da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Der Lars Konrad, der Spielwareninvestor, hat das mal vor längerer Zeit gemacht. Der hat so einen Display-Stand gemacht für seine coole Minifigur. Dachte ich, was er kann, kann ich auch. Und habe einen Display-Stand gemacht. Habe so eine kleine Box gemacht, da ist ein Aufkleber drauf, das ist zu. Davon gibt es nicht viele. Ja? Es gibt insgesamt nur 19 Stück. Das ist die 20. Die behalte ich für mich. 19 Stück plus mein Exemplar. Danach ist Schicht im Schacht. Das ist ein kleiner Stand. Ja? Das bedeutet, hier unten sind Fliesen, komplett gefliest. Wunderschöne Mauersteine und ein Fenster, das man aufmachen kann. Zack. Und ganz viele Mauersteine in drei Farben. Dabei ist auch dieser 1x8 Profinerd Brick. Der ist hier oben mit drauf. Und eine Kamera und eine Jumperplate. Warum ist eine Jumperplate? Klar, da könnt ihr eure Sigfig oder eine andere Sigfig nehmen. Könnt ihr draufstellen, habt einen richtig coolen Minifiguren-Display-Stand. Richtig gut. Und jetzt wird es noch besser. Also übrigens, Minifigur ist keine dabei. Das Set besteht nur aus dem da. Ne? Kostet auch 12 Euro, ist auch eine nette Geschichte. Allein die Teile sind schon schweineteuer. Ja? Das sind alle Original-Lego-Teile, keine Dritthersteller, alles Original-Lego-Teile, das komplette Ding. Und alleine zusammensuchen und packen hat echt ewig gedauert. Und wenn euch jetzt zum Beispiel zu wenig ist, wenn ihr da eine Minifigur habt, dann könnt ihr diese 1x2-Fliese unten wegmachen, denn in jedem Set liegt eine weitere Jumperplate, eine 1x2-Jumperplate liegt mit bei, sodass ihr jetzt, Achtung, zwei Minifiguren draufstellen könnt, zum Beispiel den lieben Ben und mich. Da könnt ihr zum Beispiel eure Sigfig und meine Sigfig draufstellen. Da passen zwei Minifiguren wunderbar drauf, auch nebeneinander dank dieser Fliese. Ist das nicht eine coole Idee?
Auch im Shop erhältlich, solange der Vorrat reicht. Natürlich ohne Minifiguren, wie gesagt, nur das Ding. Ich habe nur Ben und mich zur Veranstaltung mitgenommen, weil das so schön passt. Wie gesagt, 2 Jumperplates sind mit bei, 2 Fliesen sind mit bei, dass man es umbauen kann. Und ich glaube, das ist soweit so alles Neue, was es von meiner Seite gibt. Schlagt zu, solange noch könnt, solange es noch gibt. Was weg ist, ist weg, tut mir leid. Und ich muss ja sagen, der mit dem schwarzen Torso, mit der Dark Blue Hose, den finde ich richtig gut. Ich habe euch ja währenddessen nicht gezeigt, aber auch eingeblendet, eine Großansicht. Und was mir richtig gut bei der Figur gefällt, ich halte es euch nochmal ran, ist, dass auf dem Revers eben dieses Profi-Nerd draufsteht, ohne Vokale eben. Das finde ich mega cool, das sieht man noch richtig gut. Eigentlich, ich habe über 30 Stück Design und das kam am Ende dabei rum. Ich hoffe, ihr werdet es mögen. Ich liebe die Dinger auf jeden Fall. Und in diesem Sinne hoffe ich mal, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und jetzt habe ich ja wieder ein Studio, wo ich was drehen kann. Jetzt kann ich endlich die ganzen neuen Sets mal wieder präsentieren. In dem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis bald.